Guten Morgen, liebe Beatrice. Guten Morgen, liebe Andrea. Du machst ja bei meinem 3-Monats Online-Coaching-Programm Body Restart mit. Erzähl mal, wie hast du den Weg zu mir gefunden? Jawohl. Und zwar habe ich alle deine Ernährungsberichte in der Luzerner Rundschau gelesen und habe das sehr interessant gefunden. Ich hatte natürlich das und dieses Problem gehabt, wenn ich dann noch darauf zurückkomme. Und habe gefunden, jetzt ist Zeit, einmal dich zu kontaktieren. Und habe dich gesucht im Internet und gefunden. Und habe gerade sofort gemerkt, dass bei dir der Beruf auch berufig ist. Und habe gefunden, da bist du an der richtigen Stelle. Super, danke vielmals. Was waren denn deine Probleme gewesen? Also einerseits hatte ich ganz einen schlimmen Reflux. Ich bin alle Nacht verwacht und hatte richtig heftig Sodbrennen. Hat sich dann auch so ein bisschen, man hat dann noch fast gemeint, Herzbrennen, oder? Weil das wahrscheinlich runterläuft. Dann starke Blähungen. Bei allem, was ich gegessen habe, wieder Wind. Und hatte dann einmal eine Magen-Darm-Spiegelung müssen machen. Und dann hat man festgestellt, dass ich einen Zwerchfellbruch habe und einen Reizmagen. Ich hatte dann auch viel am Morgen schon Kopfweh und Schwindel, Gelenkschmerzen an den Händen, in den Knien und auch Arthrose. Und immer, wenn ich wollte, wieder ein bisschen aufs Gewicht schauen, hatte ich Heißhunger auf Süßes. Und das sind natürlich auch die Wechseljahre ein Thema. Ja, das sind ein paar Probleme, die du hier gehabt hast, sagen wir es mal so. Ja. Wir sind jetzt in der 10. Woche und was ist denn jetzt passiert in diesen 10 Wochen? Also es war dann so, wir haben ja zuerst eine Darmreinigung gemacht und dann eine Entgiftung. Also unter dem Motto, der Tod sitzt ja im Darm, oder? Und ich habe das auch gefunden, als ich gelesen habe bei dir auf deiner Website. Das hat mir sehr imponiert, dass du mit dem Darm auch arbeitest, weil ich finde auch, das ist wahrscheinlich das grösste Übel, das die meisten haben. Und im Darm nimmt man ja alle Nährstoffe auf. Und wenn das natürlich alles zugeklebt ist, geht doch gar nicht mehr im Körper, oder? Und dann haben wir das gemacht. Und nachher habe ich gemerkt, wie es mir schon davon wollen. Also ich habe wirklich die Blähungen ziemlich schnell verloren, also inner Tagen kann ich sagen. Und da hat sich also, haben sich Sachen gelöst, die gar niemand gedacht hat. Super. Wie fühlst du dich heute? Also hast du heute noch irgendwelche Beschwerden? Oder was ist passiert in diesen 10 Wochen? Also ich bin sehr glücklich, muss ich sagen. Ich habe am Morgen, wenn ich schon verwache, habe ich nicht mehr den blöden Kopf, wo manchmal wirklich noch Schwindel war. Die Migräne, das habe ich gar nicht gesagt, ich hatte auch Migräne sehr viel gehabt. Das hat sich auch, ich kann sagen, da magst du nicht gerne rühmen und sagen, aufgelöst, sonst hat man wieder. Aber es hat sich massivst verbessert. Ich habe auch die Beschwerden in den Händen und Knien nicht mehr so, weil das hat mich dann alle auch wieder gehindert, zum Laufen oder mich zu fest sportlich betätigen, oder? Weil ich dann wieder so Probleme hatte. Und der Heißhunger, der hat sich gerade sofort reduziert. Süß, das habe ich jetzt in diesen 10 Wochen zweimal ein bisschen genommen. Und es hat mir überhaupt nicht mehr gut getan. Was ich gefunden habe, ist ja eigentlich super, weil dann kann man es nachher auch sein. Und mit dem Reflux, das Sodbrennen, das ist wirklich total weg. Und das hat mich also sehr, sehr beeinträchtigt die ganze Zeit. Oder? Dann hat man wieder irgendwo, oder ist man eingeladen gewesen, oder man hat dann auch nicht recht gewusst, tut mir jetzt das gut? Und nachher hat man wieder gemerkt, es tut einem nicht gut. Und man hat bei dir eben auch gelernt, wie man soll vorgehen, was man kann verändern und wie man es dann soll machen. Und das habe ich also wirklich sehr geschätzt und eingehalten.
Und darum habe ich das Gefühl, geht es mir auch viel besser. Ja, es sind fantastische Resultate, oder? Also wirklich ganz, ganz toll, ja. Du sprichst es an, eben, also das Kernelement von Body Restart, wir haben ja jede Woche einen Live, einen Zoom-Call in der Gruppe, wo ich ganz, ganz viel Ernährungs-Know-how vermittle. Also ich tue euch alle zu kleinen Ernährungsexperten ausbilden. Wie findest du das Format, auch das Programm? Also ich finde es sehr informativ. Es ist auch leicht verständlich, umfassend. Du gibst auch personalisierte Empfehlungen. Wenn man mit einem Problem kommt, dann tust du dir auch gerade Zeit nehmen oder tust einem das nachher schicken, was man noch anders könnte machen. Und das habe ich jetzt sehr gut gefunden. Auch die vielen Mindset-Beiträge, die du reinstellst. Und vielfach ist es ja so, man hat irgendeinen Glaubenssatz. Ich habe zum Beispiel auch immer mir gesagt, ja, jetzt bist du in den Wechseljahren oder jetzt kannst du gar nicht mehr abnehmen. Und ich habe, vor allem habe ich es um den Bauch herum gehabt und hinten natürlich. Und habe mir gesagt, ja, mit dem musst du jetzt leben. Aber ich habe mich einfach so unwohl auch gefühlt und gefunden, jetzt machst du noch einmal. Gehst noch einmal Gas und schaust, ob da etwas geht. Und ich habe es wirklich gar nicht bereut. Und ist etwas gegangen? Ja, ich habe jetzt um den Bauch um 11 cm bis jetzt verloren. Und auf der Waage sind es gesamthaft 6,5 Kilo. Aber es ist wirklich an der Stelle, wo es war. Super. Habe ich es verloren, ja. Ja, schön. Und wie findest du so, also das Gruppenformat? Wir haben ja einen Member-Bereich, wo eben auch ganz viele Videos, informative Unterlagen, Aufgabenblätter abgelegt sind. Und dann haben wir ja noch einen Facebook, eine geschlossene Gruppe, eine Community, wo man sich auch untereinander ein bisschen austauschen kann, wo ich immer wieder Input gebe. Ist das für dich bereichernd? Also ist das für dich wichtig, auch die, dass du eingebunden bist in eine Gruppe? Ich finde, das ist eben etwas sehr Wichtiges. Oder manchmal denkt man, ja, da so mit anderen, oder man will vielleicht nicht unbedingt, dass jetzt jeder weiss, dass man wieder etwas macht. Aber es tut einem sehr motivieren. Und man kann auch gut lernen, wenn die anderen ein Problem haben oder eine Frage, dann denkt man, ah ja, das stimmt, das könnte ich jetzt auch mal so machen. Und also, ich habe das sehr geschätzt. Und es tut einem auch immer wieder neu motivieren, oder? Es sind 7 Tage, wo man hat ja 12 Wochen geht das, alle Wochen. Und dann tut es einem, wenn man so nach 7 Tagen vielleicht wieder ein bisschen einen Tiefpunkt hat, hat man wieder ein gutes Gespräch miteinander. Und das gibt wieder eine Motivation für eine Woche. Und nach diesen 12 Wochen, ich merke das jetzt selber, man ist einfach drin, es gibt immer wieder, wie soll ich sagen, so einen Turnus und das geht wie in einen hinein, oder? Und es kommt einem vieles Sinn wieder. Oder man kann eben dann nachschauen oder sich eben selber wieder ein bisschen motivieren, indem man die Mindset schaut. Super. Und in wem, Beatrice, würdest du das Programm empfehlen? Grundsätzlich, ich sage jetzt mal allen, die Probleme haben, aber ich würde es auch denen empfehlen, die noch nicht Probleme haben, weil heute, man ist in einem Dschungel von Esswaren und man braucht eigentlich gar nicht so viel. Aber das Richtige. Und ich merke auch, man ist viel zufriedener auch, man ist leistungsfähiger, man schläft gut. Und es ist einfach das Gefühl, das Körpergefühl ganz anders. Super, wunderbar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine lieben Worte. Danke. Danke dir auch. Tschüss, Andrea. Ciao.